Moin Moin und Hallo, hier ist der Yano Karozuno mit Let's Play Spelunky und wir legen los, wir sind in... Oh, was für eine riesige Spinne da oben ist. Oh fuck, ich hab sie nicht erwischt. Die kann Spinnen eben verschießen. Frissenfrei. Und er steckt geblieben. Frisse Bombe. Oh, die stecken geblieben. Schön, schön, schön. Und bam. Right in your face. Und die hat ein Item fallen lassen. Was bist du denn? Paste. Wert 3000. Bestreiche mit deine Bomben, damit sie fast überall halten. Oh, geile Sache. Wir haben Haftbomben. Wir haben Semtex, so gesagt. Das gefällt mir. Machen wir mal nämlich den jetzt und die bleibt da kleben. Oh, das ist so schön. Das Item gefällt mir. Dann mache ich jetzt übel viel Geld erstmal. Oh, ist das geil. Ein Item, was echt extrem nützlich ist für das ganze Spiel. Oh, ich habe mich selbst getroffen mit Pfeil. Ich darf nicht einmal mehr getroffen werden, sonst bin ich so richtig jetzt am Arsch. Das heißt, wir nehmen jetzt Abkürzung, Leute. Wie die. Schauen noch rein, das ist keine Runde seine Falle. Das heißt, wir machen jetzt den da drüben zu unserem Freund. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wie sein Name war. Was bist du denn für eine komische Kreatur? Oh, fuck it. Nicht die Leiter wegspringen. Boah. Du bist tot, egal ob du von dich bist oder böse. Was warst du? Höhlenmensch, einer der primitiven Fortfahren des Menschen. Okay, die sind böse, weil er steht da getötet durch. Ich möchte eigentlich in dem. Ich möchte eigentlich so gut vorankommen, wie es geht. Das heißt, wir. Das Spiel wird böse. Es verlockt. Ich will nicht verlocken, reich zu werden. Das ist da unten der Ausgang. Das ist ein Mensch mit einer Waffe. Gefährlich, gefährlich. Ich nehme erstmal. What? Was habe ich getan? Wow. Terrorist. Was zur. Was zur... Was geht da? Wer das... Oh fuck, der wurde freigelassen, mit der Schrotflinte. Ich möchte nicht sterben, ich bin viel zu jung. Escape ist echt praktisch, muss ich sagen. Ich möchte hier nicht sterben. Nicht so. Wir gehen hier runter. Ist hier irgendwo der Ausgang? Ich möchte nicht in den Schrotflintentypen kommen. Der ist, wie wir gesehen haben. Oh, der Ausgang. Ich bin draußen. Oh, da kam gerade ein Geist. Tunnelmann? Hallo, ich bin der Tunnelmann. Ich wollte eine Abkürzung graben, nur leider versperrt mir ein großer Felsblock den Weg. Hast du eine Bombe für mich, damit ich ihn wegsprengen kann? Klar, gebe ich gerne. Danke, du wirst es nicht bereuen. Und das wurde in unser Buch geschrieben. Okay. Der Part geht 3 Minuten noch was und bis jetzt riecht's nach Erfolg. Unglaublich, dass bei mir mal mit diesem Spiel Erfolg kommt. Weiter zum nächsten Level. Ich höre, wie das Wasser fließt. Können wir schwimmen? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Achievement. Gegrabene Minen. Dschungel erreicht. Okay. Ich hab Angst, dass ich... Oh, der Baum grinst böse. Zombies? Nice. Oh fuck. Oh! What the F war das? Und ich hab Fortsetzen gedrückt, verdammt. Und was? Ist das eine Abkürzung? Was bist du? Im Aufbau, zukünftiger Standort der Abkürzungsstationen. Triff dich mit mir am Ende der Minen, wenn du mir helfen willst, Tunnelmann. Ah, der baut uns dann hier eine Abkürzung zu den Dschungel bestimmt. Das gefällt mir. Wir haben Chancen, das Spiel durchzuspielen mit Abkürzung. Aber es gab auch eine Achievement, was wir irgendwann machen müssen, das komplette Spiel ohne Abkürzung freizuschalten. Durchzuspielen. Die Schlange hat uns echt nicht gerade erwischt. Hier ist die Musik wieder so angenehm. Ich habe gar nicht gehört, ob der Dschungel andere Musik hat, aber habe ich gar nicht geachtet. Bitte sei keine böse Vase. Gut. Dann legen wir mal das wegen der Spinne. Bam! Aber ich dachte, sie ist reingesprungen. Und sie ist tot. Und wir haben keinen Cape mehr. Das enttäuscht mich ein bisschen, weil das Cape war das beste Item, was ich hatte. Nochmal den. Spring zurück und ich hätte gerne meine Haftbomben wieder. Der Let's Run hat mir extrem gefallen. Gib ich ehrlich zu, der war toll irgendwie. Geld.
Falle. Machen wir so. Ah, aus der Reichweite nämlich. Da ist noch eine Falle, das machen wir uns noch leichter. Wir machen den. Zerstört. Und das Geld. Die Truhe. So viel Geld. Da sind zwei Spinnen. Der Ausgang ist unter uns. Links ist da wahrscheinlich irgendwo eine Frau. Ich habe keine Bomben mehr, weil ich so verschwenderisch bin jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum ich so verschwenderisch gerade wurde. Wir machen den. Und der hat nichts gebracht. Außer, dass wir das machen. Bam. Und den. Und wir suchen eine Frau. Weil wir haben noch zwei live und da kann man das mal machen. Dass man versucht, die Frau zu nehmen. Wir haben keine Bomben mehr. Hoffentlich kann ich aus der Luft aus raus rausschieben. Kann ich nicht? Kann ich? Das Spiel sagt es mir. Nein, kann ich nicht. Gut. Level geschafft. Komm mal runter. Komm mal runter. Zack, dein Tod. Komm mal runter. Oder auch nicht. Und wir sind weg. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich nach oben lenken muss, um rauszukommen. Weil Standardangewohnheit aus jedem Jump'n'Run, wo Türen und so drin sind, oder Platforming-Game. Ich sehe rein gar nichts. Was? Was? Nein. Oh, ich kann sie aufheben. Das ist unfair. Oh, ich muss vorsichtig. Oh, ich kann sie anzünden. Was bist du denn? Ich hab dich getötet. Du warst lieb. Du warst lieb. Tut mir leid. Ich wusste es nicht. Mein Laden. Halle. Fallschirm. Wow. Kletterhandschuhe. Seile. Bomben. Hör damit. Zu toll. Nee. Ich will Fallschirm irgendwie. Das klingt nach was Coolem. Fallschirm. Der Fallschirm öffnet sich im Fall automatisch. Schöne Sache. So, können wir uns noch was leisten? Seile? Nimm da, man kann immer von allem genügend haben. Also nicht genügend, ihr wisst schon, wie ich das meine. Der hat sich nicht automatisch geöffnet diesmal, das finde ich uncool. Wir haben unsere Facke erstmal. Bist du jemand freundlich? Bist du freundlich? Fass mich mal bitte an. Hm. Komm runter. Oder nicht? Und wirf mir das Pack hier. Hm. Ich hasse Blindjumps. Blindjumps sind so die Hölle und wow, warum muss das Spiel in diesem Dunkel-Mode gehen? Oh, da ist die Frau. Hallo. Ich komme jetzt mit einer Test. Was ist das da oben? Wow, was. Was ist das da oben? Was so. Ich muss mal nach da oben. Entschuldigung, Frau, ich komme später wieder. Ich habe was durch die Interessanteres gefunden als seine Bubis. Ich habe das Vieh gekillt, verdammt. Komm schon, spring hier hoch. Ich habe was extrem Interessantes gesehen. Das würde ich gerne erkunden. Bombe, weil wir haben ja eine Menge gekauft davon. Fuck, da ist ein Ladenbesitzer. Mit dem möchte ich wirklich nicht Kirschen essen jetzt. So. Meine Fackel. Mein Seil. Die Fackel da anzünden. Das da oben anzünden. Die Schlange schlagen. Vorsichtig. Oh fuck, sei verschwendet. Doppelt verschwendet, weil ich hier schon Weg hatte. Bitte nicht den Typen schlagen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Fuck! Wow. Du kannst eine echt coole Lichtershow da oben abliefern, weißt du das? Wenn ich das ich machen werde, ich leg dir die da hin. Viel Spaß in der Hölle. Hab ich dich gekillt? Ja, hab ich. Ich krieg jetzt eine Schätze. Und hier ist dieser Raum, wo ich... Oh, ich hab ihn wirklich getötet. Das tut mir leid. Oh, es läuft mir jetzt gerade noch irgendwo unter. Coole Sache, aber... Was ist das? Da ist die Frau, da ist ein Geist. Da. Ich hab keinen Ausgang. Ich hab keinen Ausgang bis jetzt gefunden. Ich bin so... vergesslich. Ich muss zum Ausgang. Ich hab keine Ahnung, wo es ist. Ich bin einfach rüber lang, wo ich schon mal war. Da war der normale Laden. Oh fuck, da ist ein Ladenbesitzer, der aggressiv ist. Und hier ist der Ausgang. Puh, das war hektisch. Das war extrem hektisch für mich gerade. Ich habe keine Ahnung warum. Okay. Die dunkle Level gefallen mir überhaupt nicht. Und oh, hell. Es ist hell. Weg mit der Scheißfackel. Nie wieder dunkle Level. Nie wieder. Also wirklich, die waren ja mal sowas von abschreckend. Im Sinne von kein Bock mehr drauf. Wupp. Glücksrad. Oh, fuck. Da war ein, da ist ein Kopfgeldschild. Tötet man einmal einen Ladenbesitzer, wollen sie einen alle tot sehen. Merken wir uns für die Zukunft. Level 1-1. Ach, Mann. Oh, fuck you, Spinner.
Das war blöd gemacht gerade. Ja, sie haben mich von der Spinne gleich am Anfang schlagen lassen. So viele Spinnen. Ich will sie alle tot sehen. Komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter, bist tot. Bist du bitte lebt? Nein, bist du nicht. Oh, seine. Und tote Schlange. Keine Ahnung, ob uns das was bringt, die Viecher zu töten, außer für das Buch, die neuen Einträge. Aber Geld scheinen wir dafür ja nicht zu kriegen. Die Flamme ignorieren wir mal gekonnt. Komm her, dich ignoriere ich nicht. Wozu hast du hingeguckt, als du gerade da das Vieh schlagen solltest? Hallo? Was von Logik gehört beim Selbstverteidigen. Hüpp, okay, keine Stacheln, schöne Sache. Und das Spiel schmeißt uns mit Geld gerade wieder zu, das gefällt mir noch mehr. Bist du nett? Ja, komm her. Ich hab keine Ahnung, wie du genannt wurdest. Okay, wenn ich die Namen merke. Das ist auch voll mein Problem in Real Life jetzt. Ich habe wirklich normal auch Probleme mit Namen von neuen Leuten, die ich gerade kennenlerne, zu merken. Voll, der Mensch hat mich gekillt. Gefallen. Ich habe mir sämtliche Knochen gebrochen. Hihi. Alter Fledermaus, du Bastard. Das habe ich gesehen. Ficker, ey. Neustart. Also Leute, ich glaube, wir werden in diesem Spiel niemals das Glück haben, das Ende zu sehen, weil ich einfach zu unfähig bin dafür. Und das hat sich selbst gekillt da drüben, der Scully, ich weiß nicht mehr, wie habe ich ihn genannt vorhin? Scrooge, Rusty, Husty, Krusty, Musty, ich habe keine Ahnung. Craggy, Krugy, Krugy, Krugy. Warum denke ich jetzt auf diesen... Oh, ich mich echt von der Falle schon wieder fallen lassen. Fick dich, Falle. Ich möchte das Spiel gerade... Oh yeah, mein zweitliebstes Upgrade bis jetzt. Das gefällt mir schon mal gut. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Scheiß Spinnen. Hallöchen, Dame. Du kommst mal mit hier in diesen dunklen Tunnel hier drüben. Du bist voll, ich komme hinterher. Und das wird zensiert. Und alles ist wieder normal. Und wir haben nicht mal eine ganze Minute für den gerade gebraucht. Das gefällt mir mal richtig. Das ging schnell. Wir überspringen das. Und nächstes Level. Und so, wir haben ein Leben dazu bekommen. Das gefällt mir. Ich glaube, das machen Frauen, die geben uns ein Leben dazu, wenn wir was geschafft haben. Weil fliegt ja mal ein Herz hoch, wenn sie uns küssen. Da unten ist so ein... Oh, Riesenspinne. Huh. Das war ein bisschen zu weit. Fuck it. Du bist trotzdem tot. Huh. Schon wieder. Ich hasse das Spiel. So, jetzt bist du tot. Fick dich, Riesenspinne. Fick dich einfach. Und wir haben nochmal das Glas. Das deckt sich aber nicht. Das ist schade. Das würde auch wirklich nichts bringen. Wir laufen dann erstmal vorbei. Weil das nehme ich nicht eher mit, bevor ich weiß, wo die Frau und der Ausgang ist. Gefährlich. Das löst fein aus. Das ist gut zu wissen. Dann habe ich jetzt mal nämlich das. Neue Seile. Schöne Sache. Da unten scheint ein Shop oder so. Oh. Fuck. Ich habe die Falle nicht gesehen. Mann, oh, scheiß Vase. Du auch. Nom. Mann. Das war jetzt irgendwie echt deprimierend. Fick dich. Und die Frau da drüben will ich. Und die Truhe. Wupp. Scheiße. Doppelscheiße. Du kommst noch her. Fick dich. Und du gehörst mir. Und wir suchen uns jetzt schleunig einen Ausgang. Versuchen keine Fallen mehr auszulösen. Mach mal auf. Die Frau wird Checker für alles sein. Eine nette Frau, denke ich mal. Hoffe ich. Also im Sinne von, dass ich sie nicht töte und ich habe keine Ahnung, warum ich eine nette Frau gesagt habe, um ehrlich zu sein. Ich versuche mich gerade nur rauszureden. Ich konzentriere mich gerade wieder sehr aufs Spiel, weil ich möchte jetzt wirklich nicht nochmal sterben, weil ich wette, es kotzt sich auch inzwischen an, dass ich alle 2 Sekunden mal hier drauf gehe in dem Spiel. Ich glaube, das gehört dem Spiel dazu, dass dieser Schwierigkeitsgrad... Oh, fuck, das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. Okay, das Ding hat eine Plattform. Ich hätte jetzt sonst echt Angst gehabt, da nie wieder rauszukommen. Wupp. Wir haben noch 3 Leben, das gefällt mir. Ja, 2 Leben, wenn man davon redet. Spiel ist ein echtes Arschloch. Und ich nehme hier mit. Und du bist weg. Okay, scheiß mir drauf. Wir gehen jetzt ins Ziel. Wupp, wupp. Wupp, wupp. RB. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie es
was aus diesem Spiel werden soll. Wie schwer es einfach nur ist. Wupp, wupp, Schlag, Schlag. Oh, da war noch eine Spinne. Ich achte auf zu wenig Sachen auf einmal. Da ist so ein Mann. Ich möchte ihn nicht tot sehen. Weil die Capes und so viel zu wertvoll sind. Dass ich... Oh, da ist er. Ah, fuck you! Fotoapparat, Kamera? Warum? Teleporter. Überraschungskiste. Alter Mann! Nein, okay. Den Kompass hätte ich gerne und die Überraschungskiste. Und das haut von meinem Preis-Leistungs-Verhältnis hin. Das kann die. Seile. Okay. Bisschen zu viel für den Preis, aber was soll's. Es hat sich gelohnt, diese Kiste irgendwie zu kaufen. Dann kann ich jetzt das machen. Spiel, du! Ich sag nichts. Ich habe irgendwas in mein Buch geschrieben. Orte? Wow, es gibt 10 Orte. Ernsthaft? Wie lange muss ein Spiel gehen? Bombenkiste. Eine Kiste mit 12 Bomben. Was kenne ich denn schon für Items so? Ich hab keine Ahnung. Fick dich. Das ist echt kacke, wenn die erste Sache, die ich gleich öffne, eine Falle ist. Das versaut schon den ganzen Run, weil ich dann Schaden genommen habe. Ich finde es gerade geil, wie der es schafft, sich jedes Mal festzuhalten nach dem Absprung. Da ist sicher, aber da ist eine Vase. Oh, die Vase ist nicht sicher natürlich. Das Spiel hasst mich. Das ist eigentlich diese Spiele, die mich chronisch hassen einfach. Verdammt, ich glaube, das. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn genannt habe. Ich muss unbedingt jetzt mal in die alten Parts schauen. Damit ich das wieder weiß. Falle! Ich spring direkt rein, dort bin ich. Wo ist mein Gehirn? Ernsthaft. Aber wie weit sind wir? 18 Minuten. Okay, wir schauen jetzt erstmal, wie viele Achievements wir bis jetzt. Warte mal, wie weit ist in der Tunnel? Wie weit ist in der Tunnel? Abkürzung bist du. Oh, du bist noch nicht da. Mano. Wie weit sind wir mit der. Warte, da gibt es einen Achievement-Button. Wie weit sind wir mit Achievements? Wir haben 2 Stück. Es gibt noch so viele. Was? 1000 Mal spielen? Oh wow. Das Let's Play wird lange, Leute. Außer ich möchte ganz oft sterben. Wow. Schließt das Spiel weniger als 8 Minuten ohne Abkürzung ab. Warte mal, wenn das möglich ist, das heißt, dass es immer maximal wahrscheinlich einen normalen Weg geben wird, eine zweite Phase und eine dritte Phase, ungefähr 3 Welten. Schließt das Spiel ohne Abkürzung ab, das wird heftig. Schließt das Spiel ohne gesammelte Schätze und ohne Abkürzung ab. Was ist, wenn ich aus der Seele einen Schatz einsammle? Keine Ahnung, was das ist. Und ja, gut. Somit würde ich sagen, ich bin ja noch Karuzuno. Das war's erstmal für heute mit Spelunky. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich mit viel mehr Erfolg. Und dass wir es endlich mal schaffen, einen Run durchzuschaffen. Bis dahin und tschüss.